Jo Leute, was geht ab? Mucke ist wieder mal am Start. Wieder mal. In letzter Zeit eher etwas selten. Und hier kommt so ein kleines Infovideo und ein Gameplay im Hintergrund. Beziehungsweise ich spiele live, es ist Rainbow Six. Werde ich kurz erklären, Rainbow Six. Erstmal erkläre ich was anderes. Und zwar habe ich ja gesagt, ich war letzte Woche, dieses Wochenende eigentlich eher, also dieses letzte Wochenende, war ich in Holland, war unterwegs mit meinen Boys. Haben da ein bisschen gefeiert, wollte ich auch einen Vlog machen, hab den auch gemacht. Aber ich muss sagen, den werde ich so definitiv nicht hochladen. Das wäre kein gutes Vorbild. Wir waren ein bisschen trinken, wir waren besoffen, wir haben dies gemacht, das gemacht, was man so macht normalerweise, wenn man in Holland ist. Nein, außer kiffen, ich kiffe nicht, ne? Ihr wisst, ich habe nichts mit Drogen zu tun, außer saufen. Aber ich habe mir mal die Vlogs angeguckt. Also, ich wollte eigentlich komplett alles aufnehmen. Wir waren im Schießstand erstmal, haben da ein bisschen mit einer MP5 geschossen. Holy shit, das war endgeil. Also, ich war ja schon mal auf dem Schießstand. Aber, Leute, ey, die MP5 hat richtig reingeballert. War ein bisschen ungenau. Aber, Leute, das hat so derbe viel Bock gemacht. Und dann haben wir so erstmal so ein bisschen Warmschießen gemacht. Da war ich richtig grottenschlecht. Und am Ende haben wir dann Punkteschießen gemacht. Das heißt also 10 Schuss auf, ich glaube, 45 Meter. Ohne Visier, ne? Das heißt also freistehen, ne? Ich glaube, 97 von 100 Punkte. Bis auf 3 Schüsse. Zwei waren ganz knapp daneben. Und einen habe ich ein bisschen weiter versammelt. Aber trotzdem in den neuen Punktebereich. Also, der hat gesagt, almost a record, ne? War fast ein neuer Rekord. Oh, jetzt müssen wir mal hier gucken, dass wir den Boy hier wegholen wollten. Der Herr geballert. Da war der wahrscheinlich Herr geballert. Haben gesagt, ich habe echt gut geschossen. Was ist denn das für eine Map? Ich hoffe. So, wir spielen Fuse. Also, ich hoffe. Ich habe gerade auf kurz Ideen. Ich wollte das richtig. On fire. Teamkill. Okay. Machen wir das hier kaputt. Ich habe eigentlich recht gut geschossen, hat er gesagt. Also, fast 100 Punkte geholt. Das wäre Rekord. Hat leider dazu nicht gereicht, aber aus unserer Truppe, und da waren Bundeswehrsoldaten, war ich der Beste. Da waren Bundeswehrsoldaten bei, da war ich der Beste vom Aim her. Oh, warte, ich muss gucken, hier ist keine Falle. Aber eben so, zack, 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 zack. Er ist noch einer unterwegs. Aber wo ist er denn? Ah, da hinten ist er. Oh, knapp am Kopf vorbei und da holt er mich. Da war ich auf jeden Fall der Beste, 97 von 100 Punkten, kann man sich mit sehen lassen, hat Endbock gemacht, aber ich wollte auch aufnehmen, also wir hatten alles mögliche, die hatten Waffen, Magnum da, irgendwelche Schrotflinten, die hatten Sniper leider keine da, also hauptsächlich MP-Gewehre und Pistolen, aber wir konnten halt nur mit der MP5, weil wir hatten uns nur für MP5 gebucht. Und war schon endgeil, aber ich durfte da nicht filmen. Die haben gesagt, so bitte nicht filmen, weil das Holland möchte das nicht, so die Islanden, so sonst kriegen die Ärger, weil Verherrlichung von Waffen in Holland und sowas haben die gesagt, so weiß nicht. Also ich respektiere das, ne? Aber fand ich halt schade, weil ich hätte das echt gern gezeigt. Danach waren wir noch ein bisschen unterwegs, dann später abends dann in Amsterdam ja, Rotlichtmilieu, bisschen Stripclubs, dies, das und so. Und da durfte man halt auch alles nicht filmen. Und da war ich schon ehrlich gesagt zu besoffen. Ich wollte eigentlich abends so einen kleinen Vlog irgendwie so mich hinsetzen an so eine Brücke oder so, da sind überall diese Wasserbrücken oder auf dem Boot. Und dann so einen kleinen Vlog drehen, aber ich war echt so voll. Das ging nicht so, ne? Und das, was ich aufgenommen habe, möchte ich euch halt nicht unbedingt zeigen. Das wär, dann wäre ich kein gutes Vorbild, so. Ja. Ist aber auch egal, Leute. Gibt's da irgendwie so ein Radio, das ich kaputt machen kann, oder? Ja, die machen Party. Aha, this is my shit. Komm, papa. Okay, ne, die Dinge sind zu viel. Achso, das ist der Typ, der redet. Moment, den kann ich schon vermuten. So, ja. Shit, da war einer. Da ist eine Drohne, damit erkunden die immer. Ich werde es gleich für die Rainbow Six noch nie gespielt haben, werde ich mal ein bisschen erklären, was man hier so macht in dem Spiel. Ja, aber das zu Holland. Also das hat leider nicht geklappt so. Aber die wichtigsten Fragen versuche ich die Tage auf Unternehmen nochmal zu klären so. Ich habe mir vorgenommen und ich nehme mir ja öfter mal was vor. Hoffentlich halte ich das diesmal auch. Aber ich habe mir tatsächlich vorgenommen. Hey, da springt einer. Ich habe mir vorgenommen, auf YouTube wieder ein bisschen aktiver zu werden, weil ich bekomme immer noch Nachrichten,
Ich bekomme immer noch Nachrichten, wo die Leute sagen. Sehr schön gemacht, sehr schön. Start ist C4 leisten. Okay. Das war Team C4. Das war mein C4, hat leider keinen getötet. Oh, der Gegner wurde hier erwischt. Wieso wird. Mein Teammate ist hier gestorben. Hinter mir noch Fuß. Hey, wie ist denn der gestorben? Also, der hat sich selber in die Luft gejagt oder sowas. Ich war da noch. Oh, da haben wir den. Ah, von zwei Seiten. Von rechts wurde ich auch noch getötet. Den einen habe ich erwischt, aber der Thermite, der hat mich von der Seite bekommen. Und also ich habe mir vorgenommen, für mich selber wieder ein bisschen produktiver zu werden. Das Problem war ja immer, es gab nicht so wirklich Spiele. So, weil ich habe damals mal CSGO gespielt, werde ich euch auch noch erklären. Da kamen Fragen, die habe ich im Video beantwortet. Wieso spiele ich kein CSGO mehr? Wieso? Sowas werde ich, wenn ich das nicht vergesse, noch in dem Video beantworten, sonst in den nächsten. Ich habe mir einfach vorgenommen, jetzt jeden Tag, wenn ich Zeit habe, oder wofür ich mir auf jeden Fall Zeit nehme, 30 Minuten zu joggen, weil ich habe über den Winter ein bisschen zugenommen. Ist jetzt nicht viel, aber ne, ich will ja auch in Form bleiben. Ne, und wenn es geht, ein YouTube-Video zu produzieren. So, ja, wir sind jetzt durch. Jetzt kann man den Mate zuschauen. Oder wir können hier mit Kamera versuchen. Wir haben so ein paar Kameras. Da ist zum Beispiel eine kaputte Kamera, können wir die spotten. Ja, die YouTube-Videos werden, wie werden die aussehen? Die werden aussehen so wie dieses hier. Heißt also eine schnelle Runde, wo ich dann meine Sorgen oder mein, das berede, auf was ich Lust habe oder auf was ihr sagt. Heißt also, wenn ihr irgendeine wichtige Info haben wollt oder so, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich lese ja die eh immer. Und dann, gehe ich drauf ein in einem Video. Vielleicht sogar ein ganzes Video nur über ein Thema. Welche Spiele wahrscheinlich auch kommen werden. Ich werde mal, was ich unbedingt machen möchte, ist mit Fortress Dead by Daylight. Ich habe einen Pro-Liker, nochmal Dankeschön an Pro-Liker, einen Stream-Zuschauer, habe ich Dead by Daylight geschenkt bekommen. Das Spiel taugt mir im Stream, ehrlich gesagt, also ich habe es jetzt ein paar Mal gespielt, taugt mir gar nicht. Ich glaube, das ist so ein Spiel, das muss man zu 4, zu 5 spielen, so, weißt du, das ist dieses Zombie-Spiel. Ne, nicht Zombie-Spiel, Quatsch. Das ist dieses Hunter-Spiel. Da hast du so 4 Survivor, die müssen 4 Generatoren, oder vier, ja, meistens sind es 4 Generatoren, anschalten und es gibt einen Hunter, der jagt die. Also so Stil 4 gegen 1 immer. Ist ganz lustig, aber im Stream bin ich einfach, zu schlecht damit. Und ich denke, wenn ich mir so Leute suche, die genauso schlecht sind wie ich, dann macht es mir vielleicht mehr Spaß. Aber für YouTube wird es auf jeden Fall cool bestimmt und ich kann nebenbei gut quatschen über Themen. So, weil die Runde gehen auch, glaube ich, recht schnell. Da muss man. Hier kann das zum Beispiel lange dauern, kann aber auch schnell sein bei dem Spiel. Oh, da hat er gewonnen. Jetzt auch noch einer. Die Runde haben wir verloren, schade. Also, ihr habt eben schon gesehen. Ich werde jetzt ein bisschen zu Rainbow Six sagen, erklären. Rainbow Six gibt es verschiedene Spielmöglichkeiten. Wir spielen den Ranked-Modus, heißt also, es geht um Punkte, so wie in CSGO Matchmaking zum Beispiel. Man kann Rangs aufsteigen, absteigen. Dann kann man hier Klassen auswählen. Jede Klasse hat eine verschiedene Fähigkeit, zum Beispiel das hier ist der Sniper. Ich nehme mal Fuse, weil der hat so Granaten, die kannst du platzieren. Da sind dann so Splittergranaten, hinter der Wand werden dann so Splittergranaten verschossen. Ash ist auch ganz cool, ich spiele mal eine Ash. Ash hat die Fähigkeit, die kann Granatenwerfer schießen und der bohrt sich in die Wand rein und lässt die Wand explodieren. So, das heißt, man in dem Spiel kann man ziemlich viel kaputt machen. Ihr habt schon gesehen, so Holzwände, alles können kaputt gemacht werden. Fenster können zum Teil kaputt gemacht werden. Wir spielen jetzt den Modus, ich glaube, Behälter. Das heißt also, das ist so wie CSGO, so Diffusen. Man kann, nee, warte, was ist das? Das ist, glaube ich, Diffusen, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Nee, ich glaube, das ist gar nicht Diffusen. Das steht immer im Hauptbildschirm. Ich bin selber noch ziemlich neu in dem Game. Ich habe hier zwar einen High-Level-Account, aber ich habe das Spiel mir selber nicht gekauft, muss ich sagen. 40 Euro oder 60 Euro fand ich immer zu teuer für das Spiel. Zurzeit ist es im Angebot Steam Sale 24 Euro, dafür kann man es auf jeden Fall kaufen. Ich habe jetzt aber einen Account von einem Kollegen geschenkt bekommen, oder was heißt nicht geschenkt, sondern der spielt, glaube ich, jetzt nicht mehr. Das heißt, ich kann es spielen. Und jetzt ein bisschen High-Level, hat auch schon alle Operatoren freigeschaltet, also alle Spielercharaktere. Deswegen spiele ich einfach mit dem jetzt statt einen neuen zu machen, weil sonst muss ich wieder alles freispielen. Da habe ich jetzt gerade eigentlich gar keine Lust drauf. So, die sind wieder, wo sie auch vorher waren. Schade, mal gucken. Oh shit, da wollte ich noch wegfahren, hat es nicht geklappt. Ich spiele mal die Ash, da mal den sogenannten Granatenwerfer, den können wir mit der mittleren Maus das aktivieren.
Ja, mal, oh, der sieht schon heftig aus, wie so ein kleiner Bazooka. Sonst hat man als Angreifer eine Auswahl, zum Beispiel zwischen Smoke-Granaten oder was wir genommen haben, ist so ein, ja, Sprengsätze, damit können wir Wände kaputt jagen. Jetzt nicht solche Wände, die sind zu dick, da kann man auch, glaube ich, durchschießen. Was? Da kann man durchschießen? Kann man sogar durchschießen? Kann ich die auch in die Luft jagen? Ja, die kann ich sogar in die Luft jagen. Ich zeig mal, wie das aussehen würde. Hier, dann gehen wir ein Stück weg. Machen Bam. Das ist ja ein dicker Betonmann, aber das sind anscheinend US-Häuser, die sind ja immer so aus Pappe mehr oder weniger gemacht. So, hier ist schon einer tot. Oh, oh, oh. Gleich. Ich weiß nicht, woher der gestorben ist. Ich hoffe nicht hiervon. Wir gehen jetzt mal. Haben, glaube ich, als Bewaffnung eine MP5. Ne, wie, das ist keine MP5, das ist keine Ahnung, was das ist. Und hier müssen wir schon aufpassen. Hier könnten Gegner überall sein. Gibt auch verschiedene. Da gibt es zum Beispiel EMP-Werf, also EMP-Granaten. Oh, guck mal, wer da ist. Guck mal, wer da ist. Ah nein, den habe ich nicht gesehen. Der Teammate ist da reingelaufen, aber ich glaube, ich habe den einmal gehittet, oder? Ne, ich habe den nicht gehittet. Ah nein, ich habe den... Er hat mir gleich fast einen Headshot oder sowas gemacht. 70 Schaden hat er mir gemacht. Am Ende sieht man auch, wie viel Schaden wer macht. Also, kann man ganz gut nachempfinden. Sind wir leider nicht dazu gekommen, Granatenwerfer zu benutzen. Wir gucken uns gleich mal, was das für ein Modus ist. Ich glaube, das ist der Modus, dass man einfach... Es gibt so einen Behälter und den muss man halten, also eine Art Herrschaft. Ich bin mir nicht sicher, ob der das ist. Ich glaube schon. Dann gibt es noch Geiseln diffusen. Dann gibt es noch... was gibt es noch für Modis? Geisel diffusen, Bombe planten, dann gibt es Bombe A, Bombe B. Da muss man dann mit dem Diffuser hin, dann plantest du den und dann musst du den noch beschützen, bis er explodiert. Also als Angreifer, als Verteidiger natürlich immer verteidigen. Ja, da sind so die Modis und macht schon Bock, das Game. Hätte ich nicht gedacht, dass es so viel Bock macht. Ich dachte, das wäre so mehr so wie Payday. Ich spielst du 2-3 Mal jede Map und dann ist vorbei. Hat er schon gemacht. Ist halt, hat sehr viel mit Campen zu tun. Manche rushen auch raus, aber wenn du das Haus verlässt als Verteidiger, dann wirst du angezeigt. So, hier haben wir natürlich wieder Möglichkeiten, jemanden auszuwählen, den man Cup kann. Der kann so, ja, sag ich mal, C4 an Türen platzieren oder an Fenstern. Und wenn jemand durchläuft mit so einem Laser, wenn jemand, also Bewegungs-C4, sag ich mal, ne? Wie nennt man das sowas? Wie Claymores, kann man sagen. Nur halt an Wänden und Türen. Gibt's verschiedene, gibt's welche, die haben Herzschlagsensor, das heißt, sie können ein bisschen durch die Wand gucken mit so einem Bildschirm und sehen dann, wenn da jemand hinter ist, so ein Herzschlag oder so. Heißt also, die haben dann, können sich einen enormen Vorteil verschaffen. Ich kann aber mit denen allerdings nicht spielen. Unsere Fähigkeit ist das hier, zeige ich euch jetzt mal. Ich kann hingehen und dann fällt mal unten so ein kleines Crap. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißt. Ich kenne die englischen Namen. Machen wir mal hier. Sprengfalle. Okay, eine Sprengfalle heißt es auf Deutsch. Dann können wir Barrikaden machen, das heißt so Holz, damit man nicht durchgucken kann, aber durchschießen kann. Dann können wir noch Türen, jeweils jeder Spieler kann zweimal Türen oder Wände verstärken. Das machen wir mal hier. Dann gibt es auch einen, der kann zum Beispiel eine MP-Granate machen, das heißt in der Nähe kann keine Elektronik benutzt werden. Oder er kann so diese Wände, kann er mit... nicht Stahl, sondern mit Strom versehen. Wo schießt der hin? Unter Strom setzen. Heißt also, da kann man dann keine C4-Ladung oder sowas platzieren. Das ist ganz cool. Ah, ja, glaube ich, eine Mine. Nicht eine Mine, sondern die Leute, die fangen immer an. Ist das ein Störsinn? Ja, das war ein Störsinn. Oh, guck mal, daher kommen sie. Haben wir eben die Füße von einem gesehen. Oh, oh, da muss ich aufpassen. Oh Gott. Ah, nein, ich hab's nicht geschafft. Der hat mich unter dem Auto durch abgeknallt. Da brauchen wir auf jeden Fall diesen Elektrozorn. Okay, der eine hat mich... Das war mies. Vier Leute da. Vier Leute da. Müssen wir mal gucken, wie das verteidigt. Einer kann zum Beispiel so ein Schild aufsetzen. Ist ziemlich cool gemacht, das Spiel. Also hat ein bisschen mit Team, hat sehr viel mit Teamplay zu tun. Macht mit Kollegen auch mega viel Bock. Das
sehr schön, dass wir den bekommen hat. Hätte ich niemals gedacht, der hat ein Schild gehabt. Hat es aber so schlecht in der Hand gehabt, dass er durchschießen konnte. Ja, es geht bis einer, ich glaube im Ranked, ich glaube bis einer 4 Punkte hat und wenn nur ein Punkt Unterschied hat, geht es dann bis 5. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie so eine Truppe finde, wie man, dass man mit 4 Mann zusammenzocken kann, dann mit 5. Lass mal gucken. Ja, aber auf jeden Fall cool, um nebenbei was zu bereden. Jetzt kann ich schon mal erzählen, wieso ich in letzter Zeit so viel Ark spiele und nicht andere Spiele. Es war auch... Das habe ich auch versucht im Vlog zu erklären. Sehr schön. Das habe ich versucht im Vlog. Der versucht jetzt mit der Shotgun auf Distanz zu spielen. Das verstehe ich nicht. Ich habe das versucht im Vlog zu erklären. Ist recht schwer zu erklären. Aber ich bin, glaube ich, so ein Typ. Und das habt ihr schon mitbekommen. Ich mag Open-World-Spiele, ja? Bestes Beispiel: DayZ. Ich komme ja aus dem DayZ-Bereich. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich brauche diese Bewegungsfreiheit. Ich brauche diese Freiheit. Ah, da geht's. Sehr schön. Er lebt aber, glaube ich. Sehr schön. Okay, ich habe absolut nicht das stärkste Team, muss man sagen. Der läuft irgendwie verplant durch die Gegend. Aber ich war auch nicht stark. Ich war auch nicht stark. Vielleicht ändert sich das noch. Ah, von oben. Man kann auch durch Wände so. Es gibt so ein paar Dropper, nennt sich das. Da kann man sowas kaputt machen, dann kann man da durch. So, wir nehmen jetzt Fuse. Fuse ist definitiv meiner. Wir spielen TDM Bereich sichern. Also das ist Herrschaft. Genau das, was ich gesagt habe. Es gibt so einen Bereich, da ist mal ein Container in der Nähe und den muss man einfach sichern. Das heißt also, dein Team oder mehr von deinem Team müssen in der Nähe sein als vom Gegnerteam. So wie in Battlefield, wenn man sich da etwas sichern möchte. So, und jetzt komme ich nochmal zur Frage zurück, wieso spiele ich, da kann man sich sogar so Spawnpunkte aussetzen. Wieso spiele ich, ich mache mal Zufall, wieso spiele ich Ark und keine anderen Spiele zurzeit? Ich habe... liebend gerne DayZ gespielt. Dieses Open-World-Spiel, DayZ hat mich einfach gefesselt, aber Arma 2 DayZ, Standalone, habe ich ein bisschen jetzt auch im Stream gespielt. Muss ich sagen, in der Standalone habe ich irgendwie so keinen Sinn im Spiel. Arma 2 war immer was zu tun, so gehen wir mal vom normalen Game aus. Man konnte, es gab wichtige Waffen, die man safen konnte, sowas wie, damals war es die M107 und sowas. Endgeil, einfach nur endgeil, Leute. Die L85 und sowas mit dem Thermovisier. Sowas hat man gesaved. AS50. Es hat mega Bock gemacht. Dann kam Epoch, da konntest du Gebäude bauen. Ich glaube, vorher kam sogar nach Origins. Da konntest du Gebäude bauen. Da haben wir eine ganze Stadt aufgebaut, so mit Zuschauern und so. Und oh mein Gott, das war so endgeil. Und dann kam Epoch, da konntest du individuell auf einmal bauen. Und es gab immer so neue coole Sachen. Dann nahm Malz. Mit dem geilen EMP-Sturm und sowas. Das war immer endgeil. Das hat immer mega viel Bock gemacht. Und bei der Standalone, ich weiß nicht, da ist irgendwie, für mich ist einfach nichts Relevantes da, was die Standalone hat. Also ich kann zwar spielen, spiele das ein paar Minütchen und das war's auch so. Dann ist der Spielspaß bei mir weg. Ich weiß halt nicht, wie ihr das seht, aber bei mir ist das halt einfach so. So, wir haben den Fuse, das heißt, wir könnten durch die Wand, wenn wir hier einen Drop sehen würden, könnte man hier was durch die Wand springen. Sehen wir leider nicht. Dann gucken wir mal ab hier. Ich kenne die Maps noch nicht auswendig. Man muss in dem Spiel die Maps extrem auswendig kennen. So wie eigentlich in jedem Shooter. Hier mal zum Beispiel. Jetzt komme ich mal hoch. Wir können uns auch abseilen. Habt ihr schon gesehen? Wir seilen uns ab. Kann man auch zum Beispiel entweder von oben schießen oder man dreht sich. So, jetzt schießen wir unsere Spezialen rein. Zugangsstelle ist zerstört. So. Das mit der Steuerung müssen wir ein bisschen üben. Okay, aber ich gehe woanders. Ich mag diese Dinger nicht. Hier kann man sich zum Beispiel auch abseilen, aber wow. Ist da jemand? Zack, da kann man sich schon so reinschwingen. Sieht ziemlich cool aus. So, Ark ist ja jetzt, sag ich mal, auch so ein Spiel, Open World, wo man sich frei bewegen kann und man hat immer was zu tun. Man kann farmen, man kann Demos füttern und so. Mir macht das extrem Spaß. Dann gibt es noch sowas wie Rust, was mir auch empfohlen wurde. Das ist so Ark ohne Dienst, aber eigentlich gefällt mir das nicht. Da habe ich fast meinen Teammate abgeknallt. Irgendwie gefällt mir Rust nicht. Also, frag mich nicht wieso. Ich kann damit nichts anfangen. Wer macht Rust?
kein Spaß. Ich hab's wissen. Oh Gott, hier kann ich schon. Hier kann ich schon. Okay, okay, dann müssen wir hier noch. Okay, okay. Ah, da habe ich den geholt. Wichtiger Punkt. Wichtiger Punkt. Der hat zum Glück verfehlt. Ich habe den sehr spät gesehen, aber sofort weggeknallt. Sehr schön gemacht. Das war ein wichtiger Punkt. Ist ziemlich ausgeglichen, muss ich sagen, bisher. 2-1, glaube ich, für uns. Ne, oh scheiße, Gegner hat schon 3 Punkte. Das heißt, also, der Gegner ist stärker. Wir nehmen wieder Kapkan, wir müssen wieder verteidigen. Ich mag die Waffe. Die meisten haben auch eine Auswahl zwischen 2 Waffen und ich mag die Waffe vom Kapkan, die ist sehr, sehr stark. Also Ark ist jetzt auch so ein Spiel. Rust hat mir irgendwie nicht gefallen. Und so Spiele wie Counter-Strike habe ich auch sehr viel gespielt. Allerdings, die Leute, die sich erinnern, was mir Spaß gemacht hat und was mir ausschließt. Ich habe überlegt, wieso spiele ich kein Counter-Strike mehr? Weil ich habe das Spiel echt übertrieben gesuchtet. Aber wieso spiele ich das Spiel nicht mehr? Und ich bin auf... Also ich habe wirklich viel überlegt. Und ich bin auf die Entscheidung gekommen. Oder auf den Schluss gekommen. Oder nicht auf die Entscheidung, auf den Grund. Der Grund... Wieso ich das... Ey, Kollege. Ja, komm, da sind ein Auto, den kann ich jetzt nichts mehr machen. Der Grund, glaube ich, was ich denke, oder wo ich mir ziemlich sicher bin, wieso ich das nicht spiele, ist, ich habe es damals gespielt, weil ich... Oder ich habe nur Nuke gespielt. Ich überlege gerade, wie ich das versuche zu erklären. So. Ich habe nur Nuke gespielt, weil Nuke ist irgendwie die einzige Map gewesen, die ich 10 Mal hintereinander spielen konnte. Das hat mir mega Bock gemacht. Ich fand die Map mal extrem geil aufgebaut. War extrem, also wirklich extrem geil aufgebaut. Und die anderen Maps, so das 2 oder so, sind halt gut aufgebaut, aber die haben mir nicht Spaß gemacht. So. Und Nuke hat ja eine Veränderung bekommen. Und genau seit dem Moment an, seitdem Nuke die Veränderung bekommen hat, spiele ich kein CS mehr. Weil es macht mir eigentlich keinen Spaß mehr. So, das ist so, wir haben hier so das Liebste, was ich hatte, vom Spiel weggenommen. Die haben für mich so das Spiel kaputt gemacht, indem die irgendwie Nuke weggenommen haben. Und seitdem spiele ich das auch nicht mehr. Da oben ist irgendwas explodiert, da explodiert auch was Schönes. Oh, der hat das schön gemacht. Der hat einen Stromzaun platziert und damit können die das. Damit können die die Garage nicht mehr aufspringen. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Die bauen jetzt nur ein bisschen auf. Oben wird rumgeballert. Das war gut gemacht. Jetzt muss ich gucken, dass da keiner kommt. Wenn da einer ist, muss ich mein C4 hochjagen. Ich habe dann C4 platziert. Oh, guck mal, da ist einer. Ach Gott, jetzt muss ich gucken. Die können ja von allen Seiten kommen, wa? Entdeckt. Das heißt, hier ist irgendwo unterwegs. Hier ist irgendwo noch ein Auto. Ich habe das Auto auch gerade gehört. Alter, das war schon knapp. Kollege, pass auf. Hä, woher? Oh, nein! Da kam der von hinten. Ich habe die ganze Zeit dahin geguckt. Dann gucke ich einmal weg und der kommt da. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht, wie viel Glück!
one on the stairs. Was macht der? Die machen hier aber richtig dicke Action. Ja, 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 he's coming. Der wird gleich schon rechts sein. Eins gegen eins. Der ist links gedroppt, den hat man gehört, glaube ich. Ne, der ist oben, der ist nach oben. Der gibt den gut an. Wir können ja jetzt auch mit Kameras zum Beispiel sehen, wo die sind. Wir können jetzt, genau da wird der, da vorne ist er. Jetzt markieren wir den die ganze Zeit. Sehr schön gemacht. Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Hat gut ausgekämpft. Versucht ihn noch zu T-Bangen. Oh, das Aim war nicht so besonders, aber hat er gut gemacht, hat den Punkt geholt. Jetzt steht es, glaube ich, 3-3 und jetzt müssen wir wieder einen Punkt holen. So, wir können mal Twitch, jetzt ist meine Klasse weg. Die wollten wir ja letztes Mal spielen, wa? Wir können auch mal den Sniper spielen, aber Sniper ist sehr, sehr schwer zu spielen. Auf den komme ich nicht klar. Es gibt halt verschiedene Termite zum Beispiel, der kann sich durch Stahl durchspringen. Normalerweise, wenn Stahl gesichert ist, kommst du da nicht durch. Also diese Stahlwände, aber der kann sich da durchspringen. Wir nehmen mal Ash. Ash ist, glaube ich, ganz cool. Oh, wir sind nur noch zu viert, okay. Einer ist disconnected. Das heißt, wir sind nur noch zu viert. 4 gegen 5. Das ist im Ranked-Modus ein bisschen blöd. Man kann im normalen Modus werden Leute nachconnecten. Heißt also, wenn man locker spielt, so dieses Gelegenheitsspiel. Aber im Ranked kann man nicht nachconnecten. Beziehungsweise man kann nachconnecten, aber es kommen keine neuen Spieler. Heißt, wenn einer weg muss und er sagt so, Mama hat Stecker gezogen, ich muss weg, dann kann man nicht mehr nachconnecten. Eieiei. Boah, ich war eben richtig gespannt auf das Game. Aber da haben die gut gemacht. So, ich weiß gar nicht, was habe ich euch denn jetzt alles schon erzählt? Ich habe schon erzählt, wieso ich kein CSGO spiele. Den Grund, wieso ich nie CSGO-Videos gebracht habe, kanntet ihr ja. Ich habe es mal versucht zu schneiden, war aber selber damit nicht glücklich so. Also ich finde CSGO, lol, da sind so Games, da musst du Montagen bringen. Das ist nicht das, was ich kann. Also ich habe es versucht. Das sah auch zum Teil, fand ich, gar nicht so schlecht aus. Also der Weg, der Ansatzweg war der richtige, aber ich habe es nie so hinbekommen, wie ich es gerne hätte. Und wenn ich mit etwas nicht zufrieden bin, dann bin ich auch derjenige, der es bringt. So. Ah, guck mal, da haben wir die, die sind auch im Keller. Die sind da, wo wir eben waren. Oh, der weiß, dass ich hier drin bin. Noch 10 Sekunden. Feinde in Sichtweite. Keller. Einsatz in 5 Sekunden. Ach, scheiße, der hat mich gesehen. Ich wollte eigentlich durchrutschen. Weiter zum Biogefahr und Welt. Ja, ich wollte eigentlich durchrutschen. Ja. Sonst für YouTube. Was sind für YouTube relevante Games? So arg. Klar, es wären wieder Montagen gewesen, wie in DayZ The Best Of oder so, aber da habe ich einfach keine Zeit für gehabt und auch nicht wirklich die Lust zu gehabt. In DayZ gab es ja, war es recht einfach, wenn man so eine Story aufbauen kann. In ARK, finde ich, muss man von Anfang an bis Ende miterleben. Ja, ging halt nicht so wie gewünscht. So, jetzt kann ich euch mal, glaube ich, das Ding zeigen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Wir testen einfach mal. Es funktioniert sogar bei dem dicken Ding. Gucken wir. So, da oben könnte einer sein. Wenn die offensiv spielen, wenn die defensiv spielen wird, dann hier. Einen haben wir geholt, sehr schön. Einen haben wir geholt, sehr schön. 3 gegen 3, wir haben schon 2 geholt. Also hier nur einen, aber Teammate hat auch noch einen geholt. Jetzt gehen wir mal ein bisschen erkunden. Hier können wir runterfahren. Wahrscheinlich wird hier irgendwo. Hier ist auch kein. Kein Feind im Deck. Okay, okay. Da ist einer. Feind entdeckt. Garage.
Okay, der läuft hier hin. Ziele entdeckt. Der ist da unten. Den habe ich noch ganz knapp gekriegt. Sehr schön. Wir haben 4 gegen 5 gewonnen. Ich höre mal auf zu reden, weil ich so voll in das Spiel vertieft bin. Aber das war mal, glaube ich, hier ziemlich stark. Boah, der war auch sehr stark. Das ist auch nebenbei einer, der ist richtig AIDS. Das ist, glaube ich, der Blackbeard. Der hat so, ihr habt gesehen, er hat so ein panzerdichtes Glas vorne an der Waffe und das... Da werdet ihr so oft denken, ihr gebt einem Headshot, aber ihr schießt gegen dieses Glas und er überlebt und tötet euch. Das ist mir schon so oft passiert. Ja, aber da ich in LoL oder CSGO nicht diese Montagen beherrsche, um die zu machen, habe ich da jetzt auch keine Videos gebracht. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel 4 Leute noch zu suchen würde für dieses Spiel, die das Spiel haben, ich muss mal gucken, wer das in meiner Freundesliste hat, mit dem ich das gerne spielen würde, mit dem ich, denke ich, so ganz cool aufnehmen könnte, werde ich das machen. Sonst habe ich ja gesagt, ich versuche jeden Tag ein Video zu machen. Das meiste wird sich wahrscheinlich auf einen kurzen Vlog beziehen, wo ich einfach mal irgendwas, weiß nicht, meine Seele ausrede, was gerade ist, was gerade abgeht. Zum Beispiel gestern aktuelles Thema, Miramisu hat einen Twitch-Bann bekommen. Ganz interessant für die Leute, die auf Twitch unterwegs sind, die kennen Miramisu. Sehr gehatet die Person, hat jetzt einen 2-Wochen-Bann bekommen. Sowas würde ich dann machen, so einfach mal ein paar News oder so, meine Meinung dazu. Meine Meinung vielleicht zu anderen Leuten, keine Ahnung. Was auch, denke ich, vorkommen wird, das habe ich schon eben gesagt, Dead by Daylight. Finde ich, ist sehr akzeptabel, das Spiel, zum Aufnehmen, bestimmt. Am liebsten damit Fortress, muss ich Fortress noch dazu überreden. Ach, da kam Auto da durchgefahren. Fährt nochmal vorbei. Der Twitch ist auch cool. Das ist ein Angreifer, der hat so ein Auto, was schießen kann. Macht so 10 Schaden oder 15 Schaden, glaube ich. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. So, hier noch was reinplatzieren. Platziert mal eine Holzwand, damit die mit der Hoffnung haben, durch die Holzwand durchhämmern, einfach geradeaus durchlaufen. Jetzt schnell zurück. Oh, ich stelle jetzt noch Armor für mich. Der einer von uns kann auch noch Armor legen. Den nehmen wir natürlich auf. Die können auch, glaube ich, die Gegner aufheben. Da sind genau 4 Armor drin. Oder 5 eventuell für sich selber. Ich weiß nicht, ob der den automatisch anhat. Weil sonst muss man das zerstören, weil sonst geht der Gegner hin und nimmt das auf, ne? Ist auch nicht gut, wenn der Gegner den Armor aufnimmt, der für deine Teammates gedacht sind. Also Dead by Daylight kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Dead by Daylight. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wieder werde ich angeschossen. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Wieder durch die Wand. Mein Kollege, hilf mir doch. Ah, danke, der hilft mir hoch. Jetzt habe ich noch Hälfte gehabt. Okay? Shit, dafür ist er gestorben. Von der Seite, ich habe den noch gehört. Aber da sieht man, da fehlt uns ein Mann. Da fehlt uns ein Mann. Vor allem wird hier einer fehlen, der zum Beispiel die Fenster zubaut. Die kann nicht mit Metall zubauen. 4-4, okay, jetzt kommt das entscheidende Game. Das ist jetzt das längste Game, was ich, glaube ich, jemals mit hat. Ja, das ist, glaube ich, das längste Game, also... Es kann maximal bis 5 gehen. Das heißt, also sollte es 4-4 stehen, gibt es noch eine Verlängerung. Und jetzt ist Finale. Wir greifen, glaube ich, an. Wir sind die Angreifer, greifen mit 4 Mann an. Das ist recht böse. Das ist recht böse. Heißt also, ihr habt die maximale Länge eines Games von Rainbow Six gleich beim ersten Mal. Ich weiß nicht, wie lang wird das Video. Ich schätze mal so eine halbe Stunde. Eine Runde geht ungefähr... Müssen wir mal gucken, wie lange geht eine Runde? Ich glaube, 10 Minuten. Man hat erstmal eine Dreiviertelminute Zeit, um den Behälter oder die Geisel oder was auch immer zu finden. Verteidiger sind ja schon derzeit
am Aufbauen und dann darf man erst losmarschieren, um die nicht wegzurushen. Okay, da haben wir jemanden gesehen, das ist schon mal gut. Mit 4 Mann ist es auch, okay, Garage. Mit 4 Mann ist es auch so schwer, sowas zu machen. Schade. Aber es hat ja noch geschafft zu markieren. Da kann man hier noch vielleicht aussuchen, wo man spawnen möchte. Dann spawnen wir auch da bei den Teammates. Schützt bei Dekade. Und jetzt geht's los. Also in der Garage wird gesagt, sind die. Garage ist da, wo die, glaube ich, die letzte Mal zweimal schon verkackt haben. Wenn wir also denselben Weg, wir gehen wieder zur Treppe hin. Und dann wieder Ash. Da haben die sich schon reingesprengt. Ich mag die Sounds in dem Spiel, wenn irgendwas explodiert, da kommt so BAM. Ach, guck dich mal das Haus an, wie geil das so durchlöchert ist. So, hier werden wir hier reingehen. Diesmal keine Bonuspunkte. Letztes Mal haben wir 50 bekommen. So, das ist gar nicht diese Garage. Ich glaube, da oben war einer. Hey, doch, das ist nicht hier unten. Ein riesiges, verdammtes Loch. Kommt sofort. Das sieht nicht gut aus. Hey, wo bin ich denn? Da bin ich. 2v4. Jetzt ist böse. Am liebsten woanders durchgehen. Ich gehe auch, glaube ich, hier durch. Ich gehe, glaube ich, hier durch. Ich wurde entdeckt, okay. Jetzt setze ich ihm hier eine Kamera. Ja, wir blockieren uns gegenseitig die Springladung. Jetzt sollte er das machen. Das ist ein EMP da. Ah, schön. 2 gegen 2. 2 gegen 1. Sehr schön! Oh, Junge, stark gespielt. Das, Junge, das Finale. Holy shit. Ah, da hat er den noch gesehen. Der war auch noch da. Shit, 3 Leute so schnell geholt. Das ist meine Stärke, durchzupushen. Sobald man einen geholt hat, die Schwachstelle ausnutzen, gleich durchpushen. Die anderen holen, bevor die switchen können. Ah, deswegen habe ich so gern Nuke gespielt in CSGO. Naja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich hoffe, dass mit den Einstellungen alles funktioniert, weil ich habe meinen PC formatiert, muss alles nochmal testen. Am Ende sieht man jetzt noch, bam, wir haben Uprank verdienterweise zu Gold, Silber 4. Als nächstes kommt, ich glaube, Gold 1. Heißt also, wir sind kurz vor Gold. Sehr stark gespielt, sehr stark gespielt. Was hat man für Stats? 8 Kills gemacht. Perfekt, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vielleicht bis morgen. Peace and out. Peace and out. Peace, peace. Peace and out. Ding, 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 ding.